Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal. Wir sind im Paradies angekommen. Bevor wir euch verraten, wo wir sind, hier noch ein paar Infos. Ich bin der Emanuel. Und ich bin der Nicolette. Wir haben vor 3 Monaten die Leidenschaft entdeckt zum Vloggen. Wir möchten unsere Erfahrungen und unsere Tipps mit euch teilen. Wir haben vor genau einem Jahr geheiratet und sind danach für 2 Monate nach Indonesien gereist. Uns hat es so gut gefallen, dass wir heuer gleich nochmal 2 Monate drangehängt haben. Und warum? Weil das Land einfach unfassbar schön ist, mit den pinken Stränden, mit den Vulkanen, mit der Kultur, mit dem Essen, einfach alles. Was wir euch zeigen wollen, sind Drohnenaufnahmen, Aktivitäten, Reiserouten, Adventure, alles was man so auf Reisen erlebt. So, und jetzt zeigen wir euch, wie wir hierher gekommen sind. Schatzi, steh auf, komm, wir müssen zum Flieger, komm, Schatzi, wir fliegen. Ja, Schatzi, beruhig dich, ich fliege erst am Abend. Nein, nein, ich geh schon mal vor, okay, tschüss. Tschüss. Ma. So, und das Wichtigste hätten wir fast vergessen, mein Motorrad, das kommt ins Haus, weil sonst wird's ihm kalt draußen. Oh mein Gott, mein Mann mit seinem Motorrad, wer ist der Nummer 1? Verabschiede ich mich von unserem Hund natürlich auch. Tschüss, Badezimmer, tschüss. Tschüss, tschüss Motorrad, Papa, wir sehen uns bald wieder. Tschüss Kühlschrank, tschüss Couch, Fernseher, Playstation, dich werde ich am meisten vermissen. Tschüss, tschüss Haus. Tschüss Haus, wir kommen bald wieder. So, ich bin schon ins Auto eingestiegen. Ich fahre jetzt noch zu meinem Sohn, verbringe einen schönen Tag mit ihm. Das werde ich leider nicht filmen. Und dann geht's am Abend los zum Flughafen. So, bevor es losgeht, holen wir uns noch eine kleine Stärkung, ein bisschen an Alkohol, wegen der Flugangst. Zum Wohle, Schatze. Schönen Urlaub. Yesterday in Bali, Kuta. Wir sind gerade im Sulis Beach. Wir waren letztes Jahr schon hier. Wir hatten hier die letzte Nacht verbracht. Super schönes Hotel mit einem super Pool am Dach. Super Essen hier. Und morgen in der Früh geht's weiter. Die in der Rezeption hat unser Flugticket gleich organisiert. Super freundlich, super nett. Aber wir fliehen vom Massentourismus. Kommt rein. Unser wunderschönes Wohnzimmer. Kühlschrank, Wasserkocher. Dann geht's weiter ins wunderschöne große Bad. Dann mit einer wunderschönen großen Dusche. Was will das Herz mehr? Dann da haben wir eine super Couch. Unser super King-Size Bett. Es tut mir leid, dass nicht aufgeräumt ist. Es liegt nicht an mir. Unser Fernseher mit Smart View natürlich. Unser kleines Büro. Und hier geht's auf den Balkon. Ja, und ich hätte es fast vergessen, wir sind jetzt 2 Nächte hier, also eine Nacht geht leider nicht, weil wir da am Flughafen waren. Aber wir haben 80 Euro bezahlt für die 2 Nächte, also 20 Euro pro Kopf. Eigentlich ein super Preis, Frühstück ist keines dabei, aber das Hotel ist wunderbar, sehr gepflegt, sehr sauber und der Pool oben am Dach natürlich ein Traum. Mit der Emirates zu fliegen ist einfach sehr easy, aber mit der Lion Air, mit der indonesischen Fluglinie, da glaubst du, das Flugzeug fliegt auseinander beim Starten. Da knattert und knirscht alles. Aber das ist doch ganz normal. Thank you.
Wenn euch unser Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, wir kommen gerade vom Mittagessen. Wir haben super gespeist. Es gibt in der Früh, Mittag und am Abend all inclusive. Wir haben für 3 Nächte 150 Euro bezahlt. Ein super Preis. Dafür haben wir Blick gehabt, sogar aufs Meer. Was will man mehr? Wir haben hier einen kleinen Bungalow. Und ja, was noch dazu kommt, ist der Tax, sind 300.000 Rupien, das haben wir vorher leider nicht gewusst. Und ja, ich war zweimal tauchen, das war auch hervorragend. Sehr viele Schildkröten hier, pro Tauchgang waren es 30 Euro. Auch ein super Preis, kann man überhaupt nicht meckern. Und jetzt zeige ich euch noch unseren kleinen Bungalow. Das ist unsere wunderschöne Terrasse. Das ist unser Bungalow. Ein wunderschönes Bett mit Moskitonetz. Dann haben wir hier einen wunderschönen Ventilator. Klimaanlage gibt es leider keine, aber Stufe 3 ist wie gefühlte Stufe 1. Ich glaube, es liegt am Strom, ich weiß es nicht. Und jetzt gibt es hier noch unser schönes Bad. Hervorragend auch. Da haben wir eine wunderschöne große Dusche. Und das Beste von der Dusche ist hier der Wasserdruck. Ich zeige es euch mal. Schaut's. Wie das herunterperlt. Ist das nicht ein Wahnsinn zum Haarwaschen? Genau perfekt. Die Bonaken ist eine indonesische Insel nördlich von Sulawesi, ca. 3 Kilometer von Manado entfernt. Das Dorf Bonaken befindet sich an der Südspitze der Insel und es leben hier ca. 900 Menschen. Der Unterwassernationalpark der Bonaken beträgt 750 Quadratkilometer und soll eines der besten Tauchparadiese der Welt sein. Hier auf der Insel leben Christen und Muslime. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich von Handwerk, Fischerei und dem Tourismus. Und für jene Urlauber, die keinen Tauchschein haben, bietet die Insel ein riesiges Hausriff. Es ziehen Steilwände einmal komplett um die ganze Insel herum und soll zu den besten der Welt gehören. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich gehe jetzt frühstücken und danach geht's ab zum Tauchen. Ich bin schon riesig gespannt, was mich hier erwartet. So, ich habe jetzt super gefrühstückt. Ich gehe jetzt zum Tauchen. Die Niki bleibt zu Hause. Die schlaft. Sie braucht ihren Schönheitsschlaf. So, und zu guter Letzt wollen wir euch noch die Drohnenaufnahmen von der wunderschönen Insel zeigen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Mehrwert bieten. Herzlichen Dank! Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please.
your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now?